What? Aufnahme starten. Oh, das sieht aber auch dieses andere. Was war das denn? Übe. Hallo, na. Moin, Freunde. Was geht ab? Wir waren so gehypt von Gucci Girl. Aber so war. Ach nee, warte, ich muss hier draufdrücken. So gehypt. Und da haben wir uns gedacht, wir gucken uns das mal an und auf einmal. Ey, da steht ja Parodie hinter. Also, ich wurde beim letzten Mal noch gefrontet wegen dem Übergang, aber das. Also das war es ja wirklich komplett mit dir. Ja, aber wir gucken uns das von dem. Der gute Thema an. Ja, der gute Dima hat eine Parodie gemacht. Einer von den Außenseitern, für die es nicht wussten. Oh, hier. Ja. Mit Insiderwissen hier. Natürlich. Bist up to date oder was? Ich bin. Maschine. Up to date. Ja, würde ich mal sagen, gucken wir uns den Alo mal an hier, ne? 30 Sekunden? Nee. So ist besser, ne? Ja, 0 sieht gut aus. Oh. Was machst du da? Nichts. Ich bin auch die ganze Zeit am Arbeiten. Ich arbeite hier. Das ist bestimmt kein Arbeiten. Du weißt schon, dass das Geld nicht von alleine kommt. Ja. Es ist eine Parodie und siehst du da mit dabei? Ja. Scheint wohl so. Okay. Okay, das... okay, ja gut. Warum nicht? Kann ja sein. Okay, nur nichts. Ich dachte immer, eine Parodie ist dafür da, um einen zu... dissen. Also, zu verarschen. Ja. Ja, was ich meine, er hat sich Humor. Ja, kann ja sein. Lacht auch mal über sich selber. Ja. Ich habe noch ein bisschen Pause gemacht. Ich bin so müde. Meine Finger funktionieren nicht mehr. Und die Gucci-Tasche kommt auch nicht von allein. Okay, ist mir schon klar. Wenn du willst, kann ich dir meine Tasche schenken. Ich brauche Gucci-Taschen. Gucci. Und nicht irgendwelche von Kick oder so eine Scheiße. Ich habe noch ein bisschen Pause gemacht. Ich arbeite weiter. So kriegst du bestimmt keinen deutschen Pass. Scheiße, ich brauche den deutschen Pass. Wenn du jetzt nicht richtig arbeitest, feuer ich dich wieder. Ich bin ein Sushi-Boy, bin nur am Sushi-Roll. Finger Akrobatik, jeder Kunde mag mich. Sie wollen immer mehr von meinem Sushi-Flair. Ja, vom Sushi-Flair. Der Sushi-Boy, jeder mag mich. Ja. Finger-Akrobatik. Ja, okay. Ja. Ja. Habe gar kein Leben, muss schneiden und belegen. Was hat ihr Unkohlrabi? Dazu Koshishikari. Bisschen Dashi, bisschen Ei. Daraus wird Tamagoyaki. Meine Sushi wie gemalt. Mach kein Auge, jeder mag sie. Deine Mutter macht davon Pics und schickt sie an ihren Lover. Manche würden töten für ein Biss. Ja, ich mach mit Sushi Para. Hat zwar keinen Platz mehr im Portemonnaie, aber meine Chefin will immer mehr. Habe Angst, wenn sie abgefuckt ist. Ihre Brüste könnten platzen wegen Plastik. Ich bin ein Sushi-Boy, bin nur am Sushi-Roll. Jeder Kunde mag mich, sie wollen immer mehr von meinem Sushi-Flair. Habe gar kein Leben, muss schneiden und belegen. Was hat die Unkohlrabi? Wasabi. Das kriege ich heute den ganzen Abend nicht mehr raus. Das redige Ohrwurm. Wasabi und Kohlrabi. Ja. Also wenn ich das jetzt hier mir gerade so angucke, ne? Aber jetzt musst du dir mal überlegen. Da kommt ein Song und du machst, ich weiß ja nicht, wie viel später die Parodie gekommen ist. Das ist auch relativ kreativ, dass du da schon drauf den Song hast. Ja, das stimmt. Aber ich frage mich gerade so, da hätte ich mir jetzt auch Gurkensohn angucken können. Nein, das finde ich 100-mal besser als Gurkensohn. Hey? Ja. Ja gut, gucken, so ist ein bisschen kaputt im Kopf, ja. Also ich bin grün. Kreativ kaputt im Kopf natürlich. Ja, ist auch kreativ.
kannst du sagen, was du willst. Okay, dann kann ich ja jetzt immer sagen, ich bin rot. Ja, kannst du machen. Was der Rote Bete-Sohn ist, oder? Ja. Oh, cool. Rote Bete-Sohn. Ja. Hashtag Rote Bete-Frage, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei Wasabi und Kohlrabi. Ich weiß zwar nicht, was Koshishikaki ist. Ich auch nicht. Egal ob Busse oder Kenne, alle wollen meine Fotomaki. Lieferando Schipenik, die Kunden sind gegangen, so wie Kapi. Sushi Fame, jeder will mich sehen, aber ich seh nicht mal Tageslicht. Meine Chefin will immer mehr Geld, und es geht nicht ohne mich. Habe keine deutsche Visa. Sie nutzt es aus wie mies, ja. Aber Angst, wenn sie abgefuckt ist. Denn ich will nicht zurück in die Arktis. Ich bin ein Sushi-Boy, bin nur am Sushi rum. Akrobatik. Jeder Kunde mag mich. Sie wollen immer mehr von meinem Sushi-Flair. Habe gar kein Leben, muss schneiden und belegen. Wasabi und Kohlrabi. Koshishikari. So, hier geht's in meinem Auto. Fenster runter. Wasabi und Kohlrabi. An der Ampel, dann sag ich. Oh, mit Outtakes. Nimm nochmal die Scheiße, mach rein. Sorry. Okay, ich kann vor dem Chef nicht normal arbeiten. Vor dem Chef, ja. Ich bin Chefin erstens. Der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Let's go. Ja, ich habe noch ein bisschen Pause gemacht. Meine Alter! Jetzt reicht's aber! Was ist das? Kann ich mich beatmen, du Scheißblatt, Alter. Sorry. Das war gut mit dem. Ja, jetzt hast du geflaut, ne? Ich hab geflaut. Das macht voll Spaß. Und auch hier bin ich wieder froh, dass der Eye-Tracker nicht an ist. Danke. Kannst du ihn nur so am Ohr ziehen, wie so ein Bengel, so ein böser Bengel. Kannst du stärker so nach oben gehen, oder? Ich kann einiges auch sein. Alles gut. Wasabi. Ja, weil das ist meine True-Story einfach. Ja, weil ich brauche ehrlich einen deutschen Pass. Ich brauche wirklich einen. Kannst du ihn mir geben? Oder? Ja, also warte, ich hol mal ganz kurz raus einmal. Geht's? Achso. Ach, ja, das ist okay. Ja, okay, dann machen wir. Das ist neue Version, durchsichtig, ne? Ja, durchsichtig. Kennst du das, ne? Sag mal, was soll das? Ich soll nicht bearbeiten, weil schon der deutsche Pass kommt nicht von alleine. Machen wir jetzt. Das ist ein deutscher Pass. Von Almann gemacht. Ja, von Almann ist schon. Ja, ganz schlechte Qualität für Almann. So kriegst du bestimmt keinen deutschen Pass. So psycho, danke. Oh Gott, der hat Eis auch parodiert. Ach du Arschling. Bruder. Ja, Frank. Wie fandst du es? Oh, also. Wasabi und Kohlrabi, also. Wasabi und Kohlrabi. Das kriegen wir nicht mehr weg. Nee, das ist jetzt drin und du bist schuld. Du hast gesagt, Leute, guck, lass uns doch mal den Dima hier, lass uns den nochmal angucken hier. Ne? Ja, aber jetzt wissen wir immer, wenn ein neuer Song rauskommt, können wir bei Dima die Parodie sehen. Clever. Ja, okay, da steckt was hinter, sagst du. Zwei Fliegen, eine Klappe. Cut. Also mir hat's gefallen. Ja, ja. Ich würde sagen, hallo nah, ne? Oder das Video wie immer. Like und hype. Like und hype. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt, like und hype, ne? Ja. Ja, also ich fand's auch gut. Also überraschend gut. Ich hätte nicht gedacht. Ich dachte, so Parodien bin ich immer so ein bisschen. Weißt du, dicke Klippen von Hey Moritz fand ich jetzt auch nicht so. Ja gut, das kommt bei der 12. Vielleicht. Aber das war. Hat er gut gemacht. Ja. Oder? Ja. So, Freunde, like und hypen. Wieder schon reingehauen. Ah ja, Freunde. Lass ihn weh.